Moin Jungs, herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu diesem neuen Video. Und ja, es ist ein sehr, sehr lang ersehntes Video. Ihr habt es euch mega, mega oft gewünscht, sei es auf Twitch, sei es auf YouTube, habt ihr mich oft gefragt, wie sieht denn mein neues Setup aus, etc. Heute kommt das Video zu meinem Setup und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Allerdings wollte ich noch kurz was sagen, bevor das Video dann richtig beginnt. Mir ist bewusst, dass sich nicht jeder so ein Setup leisten kann und dass es sehr schnell zu Neid führen kann. Ich wollte euch einfach nochmal sagen, dass dieses Video nicht da ist, um irgendwie zu flexen, um zu protzen oder was auch immer. Es ist da, um euch mein Setup zu zeigen, weil sich das enorm viele auf Twitch, vor allem halt auf Twitch, in meinen Streams gewünscht haben, dass ich das nochmal zeige, da es sich seit dem letzten Mal sehr, sehr, sehr stark verändert hat. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. So, Jungs. So sieht der Eintritt ins Gamingzimmer aus. Ja, wir fangen mal hier an. Wenn wir reinkommen, seht ihr das. Ich mach's mal so, dann seht ihr es besser. Ja, kommen wir hier rein. Dann haben wir hier erstmal ein Sofa. Eigentlich ziemlich schlicht gehalten. Mit unserem guten alten Teddy drauf. Hier an der Wand, das sind alles Schaumstoff-Akustikmatten. Jetzt im Video sieht es ein bisschen unclean aus, also so zwischendrin sind ja so ein paar ja, Spalten in dem Sinn. Das sieht man in Real Life viel weniger, beziehungsweise man achtet sehr wenig drauf. Ihr habt mir ja letztes Mal gesagt, man kann das auch mit Sprühkleber befestigen. Ich habe jetzt tatsächlich keine Nägel mehr für die Schaumstoff-Akustikmatten. Damals waren es halt nicht sehr gute Schaumstoff-Akustikmatten, aufgrund dessen musste ich mit Nägeln arbeiten, weil die Dosen nicht funktionierten, also der Sprühkleber. Ihr seht es hier auch noch über der Tür. Also wir haben hier wirklich darauf geachtet, alles sehr clean zu machen, auch hier in den Ecken. Ich habe das wirklich, die Schaumstoff-Akustikmatten habe ich von A bis Z selber montiert, 13 Stunden lang am Stück daran gesessen, beziehungsweise gearbeitet. Und ja, so sieht dann die Arbeit aus mit den Schaumstoff-Akustikmatten. Hier seht ihr mein Messi-Trikot, welches in einem Rahmen ist. Ja, falls ihr dazu noch Fragen habt, stellt mir die gerne in den Kommentaren. Hier habt ihr noch die Lightbox, die damals mit einem Atlantis-Bild sozusagen drin ja, leuchtete. Die kann ich immer noch ja, zum Leuchten bringen. Allerdings geht das über eine App am Handy. Daher kann ich euch das ziemlich schlecht jetzt zeigen, wenn ich das mit dem Handy aufnehme. Die kann aber auch nochmal leuchten. So, dann gehen wir weiter. Hier, Nevermind, da habe ich mal eine Kakao-Explosion gehabt, wenn man das so nennen kann. Da ist mir mal ein Kakao auf dem Boden und der ist dann komplett gegen die Wand explodiert. Wie gesagt, es kann einige jetzt mal überraschen, keine Frage. Wir haben es ein bisschen übermalt mit weißer Farbe. Mich stört es tatsächlich nicht, weil ich also nicht sitze, so dass ich sehe. Wie gesagt, mal ein kleiner Unfall kann mal passieren. Hier haben wir, ja, ein Light Panel, welches ich in einer Herzform strukturiert habe in dem Sinn. Danach haben wir hier wieder Schaumstoff-Akustikmatten und ihr seht es auch schon, wir kommen langsam zum wirklich interessanten Part, nämlich zum Setup selbst. So sieht's aus. Hier ist noch der Greenscreen. Also ich benutze tatsächlich noch einen Greenscreen, wenn ich streame. Den habe ich jetzt mal eingerollt sozusagen, da ich gerade nicht streame und es sonst im Video ein bisschen komisch aussehen würde. Und ja, hier haben wir einen Kühlschrank, da haben wir ein bisschen von allem drin. Cola, Capri-Sonne, noch ein Multivitaminsaft und so weiter und so fort. Dann haben wir hier auf der Minibar oder dem kleinen Kühlschrank, je nachdem wie ihr das nennt, zwei Schraubenzieher, falls mal ein Controller zu reparieren ist. Dann haben wir hier noch irgendwas von Aim Controllers. Das war halt bei der Bestellung dabei. Keine Ahnung, was das genau ist. Ist halt einfach, keine Ahnung. Sieht gut aus, finde ich. Dann haben wir hier, man sieht es nicht ganz so gut. Jetzt sieht man es sicherlich besser. Das ist so ein eine Leuchtlampe in dem Sinn vom FC Barcelona. Allerdings leuchtet die gerade nicht, da ich die nicht verbunden habe, aufgrund dessen, dass ich hier eine Mehrfachsteckdose verbunden habe. Und ja, deswegen habe ich die jetzt erstmal nicht verbunden. Die kommt dann später, wenn wir, also wir bauen dann irgendwann noch mein Schlafzimmer um und die kommt dann als Nachttischlampe dorthin. So,
Dann, wie gesagt, Minibar hatten wir schon. Jetzt sehen wir das Setup. Hier seht ihr die zwei Keylights, die habe ich mal angemacht, damit ihr seht, wie die, also dass die wirklich ziemlich scheinwerfertechnisch funktionieren. Ja, wir fangen mal hier an. Hier habt ihr es schon gesehen, zwei Controller von Aim Controllers. Dann ja, haben wir hier eine Nasentuchbox, falls ihr mal Nasenbluten habt, kommt öfters vor. Dann haben wir hier mein Headset. So, mein Beyer Dynamic DT770 Pro mit 80 OHM ist das, um genau zu sein. Dann kommen wir zum linken Monitor, das ist ein 60 Hertz Monitor von Asus. So, dann in der Mitte ist ein 240 Hertz Monitor, ebenfalls von Asus. Und rechts ist ein 180 Hertz Monitor, ebenfalls von Asus. Nicht wundern, wieso ich als Drittmonitor einen 180 Hertz Monitor habe. Das ist deswegen da, weil ich früher diesen Monitor als Gaming-Monitor benutzt habe, bis ich dann diesen dritten Monitor gekauft habe. Und ja, so sieht das dann aus, wenn man sitzt. Zum Stuhl nachher nochmal mehr. Dort hinten seht ihr mein eigentliches Mikro, das Rode NT1A. Das habe ich aktuell noch nicht verbunden, weil ich dazu ein Mischpult brauche. Ich kenne mich da sehr, sehr schlecht aus und habe im Moment auch noch kein Mischpult. Daher ist es aktuell noch nicht in Betrieb. Dann kommen wir zu den Kameras. Hier haben wir einmal eine Logitech C270. Die kann 720p übertragen und ja, die nutze ich aktuell für meinen Greenscreen, wenn ich streame, da ich sowieso nur auf 720p aufgrund meiner schlechten Internetverbindung streame. Und ja, die dient mir im Stream auch direkt als Mikrofon, sprich, die hat ein eingebautes Mikrofon, welches eine ziemlich gute Soundqualität überträgt. Und ja, dann kommen wir hier zur White Facecam von Logitech, das ist die Logitech Brio. Ja, die habe ich mir vor allem dafür gekauft, dass sie ein super Mikro hat und halt eben eine Weitwinkelkamera ist. Das bedeutet, dass man halt viel, viel mehr sieht, also in der Breite, als halt bei der Logitech C270. Die ist halt super dafür, wenn ich mal ohne Greenscreen streame, ist die halt perfekt für, weil man dann wirklich fast das ganze Setup sieht in der Facecam. Die dient mir aktuell einfach als Mikro oder in Zoom-Lektionen benutze ich die auch als Mikro und als Facecam. Die benutze ich, wie gesagt, aktuell als Mikro, vor allem in Discord oder halt in Fortnite, da sie an meinem Gaming-PC gerade angeschlossen ist. So, dann kommen wir mal zu den Tastaturen bzw. Mäusen und Controllern. Hier seht ihr erstmal ein Elgato Stream Deck. Das ist das Standard-Stream Deck, also kein Mini und kein riesengroßes. Ja, dann haben wir hier ein White Mousepad von Omen, eine Tastatur, das ist die Razer Onata Chroma. Dann haben wir hier ein Xbox V2 Elite Controller, also Xbox Elite V2 Controller, allerdings sind die halt ziemlich defekt, die Produkte leider. Dann haben wir hier eine Glorious Model O in schwarz und ja, dasselbe haben wir dann auch hier. Hier haben wir dasselbe Setup, auch nochmal ein Omen White Mousepad, nochmal eine Razer Onata Chroma als Tastatur und eine Glorious Model O als Maus. Dann kommen wir zu diesem, ja, etwas besonderen Stück. Die Langzeitzuschauer von mir wissen bereits, was das ist. Das ist eine lange Geschichte, die habe ich damals vor, glaube ich, 2,5 Jahren mal erzählt. Die ist im Zusammenhang mit meinem ersten Hund, den ich hatte, den wir auf der Straße gerettet hatten, der schon sehr alt war damals und in der Zwischenzeit verstorben ist. Und da sind halt, wie sagt man dem, die Asche, genau, die Asche dieses Hundes sind da drin. Und ja, die habe ich hier auf meinem Tisch. Ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn man nicht wirklich eine Verbindung zum Hund hat. Aber ich denke nicht an die Asche, sondern halt an die schönen Erlebnisse mit meinem Hund, wenn ich daran denke, beziehungsweise dieses Herz anschaue. Und daher finde ich das überhaupt nicht überflüssig auf diesem Tisch. Und das gehört auf jeden Fall auch zu meinem Setup. So, dann kommen wir zu den zwei PCs.
Wir haben hier einmal meinen Streaming-PC und eine Lemetric Time, die ich aktuell nicht verwenden kann, weil mein WLAN zu schlecht ist, beziehungsweise kein Signal ergibt, da wo ich mein Gaming-Setup habe. Also normalerweise würde die auch noch was bringen, im Moment allerdings nicht. Mein Cable-Management ist nicht clean. Ich weiß, ich werde da noch ein paar Kabelbinder benutzen und so weiter. Allerdings bin ich halt im Moment noch ein bisschen am Rumexperimentieren. Deswegen mache ich da noch keine Kabelbinder rein, da das meiner Meinung nach verschwendet wäre. Und ja, dann haben wir hier mein Gaming-PC. Ich sage euch einfach nur die Grafikkarten der zwei PCs. Ich möchte nicht allzu viel verraten. Aber in diesem ist eine 2080, also eine RTX GT 2080 drin und in dem eine RTX 2080 Ti. Ich habe den früher als Gaming- und Streaming-PC gebraucht, deswegen habe ich da eine so starke Grafikkarte drin. Allerdings gibt es halt einfach immer diesen Input-Lag, wenn man über einen PC streamt. Deswegen habe ich mir dann noch einen Gaming-PC geholt, der wirklich ausschließlich zum Gaming da ist und halt zum Videoschneiden noch, weil die Clips halt auf diesem PC landen. Und ja, so viel zu den PCs. Und dann muss ich sagen, sind wir eigentlich auch schon durch mit dem Setup. Zu den Tischen, vielleicht habt ihr da noch Fragen. Das sind zwei Tische aus Holz, die so, also einer ist so quer hingestellt und der andere ist so hingestellt. Also es ist nicht ein Tisch, sondern es sind zwei separate Tische. Aber ich finde, man merkt es sehr wenig. Also klar, man merkt es, wenn man hier hinschaut, aber ansonsten fällt es einem absolut gar nicht auf. Also ich finde es überhaupt nicht störend, dass es kein Einzeltisch ist. Und ja, ich würde sagen, der letzte Punkt ist dann noch der Gaming-Stuhl. Hier seht ihr ihn. Es ist ein Noble Chair Epic in Weiß. Mittlerweile ein bisschen abgenutzt, wie ihr sehen könnt. Ist nicht mehr ganz so weiß, aber den habe ich auch schon über ein Jahr. Und dementsprechend ist das völlig normal, dass der ja Anzeichen von Abnutzung zeigt. Und ja, in dem Sinne hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn dies so ist, würde ich mich enorm über eine positive Bewertung freuen. Ja, ansonsten, falls ihr irgendwelche Fragen habt, bitte einfach zu den PCs keine Fragen. Dazu werde ich nichts beantworten, außer halt irgendwelche Gehäuserfragen oder was auch immer. Aber Preise der PCs werde ich nicht beantworten, also bringt es nichts, diese Fragen zu stellen. Ich werde euch darauf, wie gesagt, nicht antworten, weil ich finde, jedem muss das selber überlassen sein, ob er das sagt oder nicht. Ich möchte einfach nicht noch mehr, ja, keine Ahnung, Neidpotenzial in dem Sinn erregen, wenn ich den Preis sage. Und deswegen tue ich das nicht. Ich denke, es ist verständlich. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, viel Spaß beim Zocken. Macht's gut. Bis dann, euer Nico. Ciao, ciao.